Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Ihren Abend damit verbringen möchten, etwas über die Herausforderungen beim globalen Kohleausstieg zu hören. Ich habe ursprünglich tatsächlich gedacht, dass ich so ein bisschen mehr über Herausforderungen von Klimapolitik allgemein sprechen möchte. Klar, Kohle ist dann ein Aspekt. Jetzt habe ich sozusagen, wie Sie eben schon angesprochen haben, in der Nachrichtenlage sozusagen gedacht, gut, vielleicht macht es Sinn, tatsächlich ein bisschen stärker auf Kohle zu fokussieren. Und das ist, was ich heute Abend auch machen möchte. Ich möchte noch mal ganz kurz erinnern, warum jetzt gerade die Kohle und das Klima so ein drängendes Problem eigentlich sind für uns. Denn Sie erinnern sich vielleicht, es gab Zeiten, in denen es das Narrativ gab, okay, wir haben eigentlich nicht genügend Öl, Kohle und Gas, um immer weiter zu wachsen. So in den 70ern die großen Narrative, Ende des Wachstums und so weiter. Wenn wir jetzt aber den Klimawandel betrachten, dann ist das einfach nicht wahr. Wir haben sehr viel mehr fossile Brennstoffe im Boden, als die, die wir sozusagen dann in oxidierter Form, in Form von CO2, noch in die Atmosphäre packen können. Das heißt, die Begrenzung, die wir tatsächlich haben für die Grundlagen des Lebens auf diesem Planeten oder zumindest der Verminderung des Klimawandels in akzeptable Bahnen, ist mitnichten sozusagen die Knappheit der fossilen Ressourcen und ganz viel sozusagen von denen, ich habe das jetzt nicht mehr aufgeschlüsselt, aber das meiste ist tatsächlich Kohle, ist nicht die Knappheit davon, sondern ist die Knappheit, die wir eigentlich haben, um CO2 noch in der Atmosphäre zu deponieren. Und um es jetzt nochmal konkreter zu machen, sozusagen, wenn wir das akzeptieren, dass sozusagen die Temperaturziele, die wir haben, die allen im Begriff sind, well below 2 degrees, 1,5 Grad und so weiter, was im Pariser Abkommen in internationales Abkommen gegossen ist, und uns dann angucken, wo stehen wir eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie uns auf der einen Seite angucken, gut, wir haben ein Budget an Kohlenstoff, das wir noch in die Atmosphäre packen können. Und dann haben wir aber sozusagen natürlich Infrastruktur, die schon steht. Das ist auf der einen Seite natürlich alles mögliche andere außer Kohle, aber es sind eben auch Kohlekraftwerke, existierende Kohlekraftwerke, Kohlekraftwerke, die gerade gebaut werden und Kohlekraftwerke, die momentan noch in der Planungsphase sind. Und wenn wir uns das anschauen hier, dann sehen wir relativ schnell, die Kohle nimmt einfach einen unglaublichen großen Teil dieses verfügbaren Budgets ein, beziehungsweise anders gesagt, wenn tatsächlich all das, was existiert, noch läuft bis zum Ende seiner wirtschaftlichen Lebenszeit, das, was gebaut wird, gebaut wird und das, was geplant wird, auch noch gebaut wird, dann ist das mit dem Kohlenstoffbudget eigentlich nicht mehr zu halten und damit sind auch die Klimaziele eigentlich nicht mehr zu halten. Denn zur Erinnerung, das, was wir sozusagen noch in der Atmosphäre ablagern dürfen, das ist dann letztendlich eine naturwissenschaftliche Frage und es gibt da Unsicherheiten auch, aber so über den Daumen gepeilt kann man sagen, 400 bis 500 Gigatonnen CO2 für das 1,5 Grad Ziel, für das 2 Grad Ziel ist ein bisschen mehr. Das, was wir momentan aber im Bestand haben an Kohle sozusagen, was wir erwarten, was noch emittiert wird, sind alleine schon 200 Gigatonnen und im Bau und geplant sind nochmal 100 Gigatonnen. Das heißt, 3/4 des noch verfügbaren CO2-Budgets, und da sprechen wir noch nicht über den Verkehrssektor, da sprechen wir noch nicht über den Bausektor, über Heizen oder sonst was, steckt eigentlich schon in der Kohleverstromung. Deswegen ist Kohle natürlich ein Thema, was uns, wenn wir über Klimaschutz sprechen, unglaublich umtreibt. Ist natürlich die Frage, wo stecken diese 200 bis 300 Gigatonnen an? Wir nennen das auf Englisch auch gerne Committed Emissions, also an den Emissionen, zu denen wir eigentlich schon gesagt haben, dass sie passieren. Das meiste, wir sehen hier auf der X-Achse die Emissionen in Gigatonnen CO2 über die Lebenszeit der Kohlekraftwerke,
das meiste natürlich in China und Indien. Und wenn wir dann so ein bisschen reinzoomen in die anderen Länder, dann sehen wir, dass Länder hier auffallen wie Indonesien, wie Vietnam, was haben wir noch, Südafrika, Türkei, Bangladesch und so weiter. Deutschland ist natürlich auch dabei, aber Sie sehen sozusagen, dass der Löwenanteil dieser Committed Emissions eben in Entwicklungs- und Schwellenländern ist. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Kraftwerke, die dort stehen, eben im Vergleich zu den Kraftwerken, die wir hier haben, oder generell nicht nur in Deutschland, in Westeuropa, auch in den USA haben, halt sehr viel jünger sind. Die Länder sind in der Regel in den letzten 10 Jahren gewachsen und sehr stark gewachsen, und mit diesem wirtschaftlichen Wachstum geht eben häufig auch ein großes Wachstum in der Energienachfrage einher, und diese Energienachfrage wurde in der Vergangenheit eben sehr gerne mit Kohle genutzt, befriedigt. Sie haben es in der Einleitung gesagt, wenn wir uns jetzt aber angucken, was eigentlich mit dieser Kohle passieren muss, wenn wir eben diese Klimaziele erreichen wollen, und dann kann man Szenarien rechnen. Diese Szenarien nehmen dann ein bestimmtes Klimaziel an und gucken sich an, wie letztendlich die, die Kohleverstromung noch genutzt werden kann, wenn man das Klimaziel erreichen möchte. Dann sieht man, abhängig vom Ziel, und das ist das, was auf der Grafik hier so ein bisschen bunt eingefärbt ist, das sind alles unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, die damit verbunden sind, ob die globale Erwärmung sozusagen bei einem bestimmten Temperaturziel gestoppt werden kann. Und Sie sehen, dass jetzt abhängig von diesem Szenario, das am wenigsten ambitionierte ist hier lila, das ambitionierteste ist grün, haben wir im Median, jeder Punkt hier ist sozusagen ein Szenario, das im IPCC gerechnet wird, aber im Median haben wir so eine Spanne von 30-75%. Und hier reden wir über die globale Kohle, die globale Stromerzeugung durch Kohle im Vergleich zu 2020. Und wir sind jetzt schon im Jahr 2023, und seit 2020 ist der Kohleverbrauch, die Stromerzeugung aus Kohle, nicht gesunken. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir auf die Kapazität gucken, also die Kohlekraftwerke in Gigawatt, dann sind sogar netto noch welche dazugekommen. Das heißt, seit 2020, wir wissen, okay, 30-75% müssen wir runter bis zum Ende des Jahrzehnts, aber wir sind eigentlich auf dem genau entgegengesetzten Pfad. Wir wachsen noch in der globalen Kohlekapazität. Und es ist klar, dass die Herausforderung, da jetzt rauszukommen, einfach immens ist. Die Grafiken hier sind von einer Studie, die wir mit ganz vielen Autorinnen und Autoren gemacht haben, die auch im IPCC zitiert worden ist, wo wir versucht haben herauszufinden, wie lange hat es denn eigentlich in der Vergangenheit gebraucht, um so einen bestehenden Kohleverstromung eigentlich sozusagen da rauszugehen. Und dann haben wir uns zum Beispiel angeguckt, okay, wann war der Peak, also wann haben Länder sozusagen den höchsten in der Historie jemals gemessenen Kohleverbrauch gehabt, und wie viel sind sie runtergegangen seitdem, und auch wie lange hat es eigentlich gebraucht bis heute sozusagen, dass quasi dieser Pfad abnimmt. Also seit wann sind sie eigentlich auf einem absteigenden Ast? Und das ist ganz interessant, weil durch die Bank, egal auf welches Land man guckt, es sind viele Länder sozusagen dabei, rauszugehen aus der Kohle, wenn man es so versteht. Rückgang vom absoluten Maximum. Und Deutschland gehört auch dazu. Aber wir sehen es ja gerade, wir sagen, oder viele Menschen in Deutschland sagen, es ist halt eben überhaupt nicht genug, der Pfad, auf dem wir sind. Und man muss dazu sagen, wir haben in Deutschland damit nicht erst seit gestern angefangen. Wenn man die beiden Deutschlands zusammennimmt und Steinkohle und Braunkohle sich gemeinsam anschaut, dann sinkt die Förderung, sinkt auch die Verstromung seit 1982. Also dieser Ausstieg aus der Kohle ist nicht was, was eigentlich erst seit gestern passiert, sondern schon seit 40 Jahren. Und das ist
natürlich die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir jetzt eigentlich in der Situation sind, dass wir global, nicht in Deutschland, sondern auch in Vietnam, in Indonesien und nicht zu schweigen von China und Indien, im Prinzip in weniger als 10 Jahren diese sehr langen Transformationsprozesse massiv beschleunigen müssen. Aber eine Sache, denke ich, ist sehr wichtig zu verstehen, und wir werden da später nochmal drauf zurückkommen, dass wenn wir uns diese Zahlen angucken, die erstmal natürlich extrem deprimierend sind, diese großen Prozentsätze, Kohle frisst das Budget auf, das kommt natürlich extrem stark darauf an, wie lange diese Kraftwerke tatsächlich laufen. Historisch waren Kohlekraftwerke global gesehen ungefähr 40 Jahre am Netz. Und das ist auch die Zahl, die genutzt worden ist in der Berechnung eingangs. Aber natürlich ist das natürlich eine Zahl, mit der kann man kalkulieren, mit der kann man wirtschaftlich kalkulieren und so weiter, aber die Zahl ist nicht in Stein gemeißelt. Was wir hier gemacht haben, ist, dass wir uns nochmal angeschaut haben, was verschiedene IPCC-Szenarien unter verschiedenen Annahmen machen, also aktuelle Politiken, dann die NDCs, also die National Determined Contributions, die alle Länder sozusagen vorlegen müssen bei den Klimaverhandlungen, wo sie hinwollen mit ihren Klimazielen. Dann in grünen oder den grünen Farben sind dann die entsprechenden Klimaziele, also 1,5 Grad mit und ohne Overshoot. Das bedeutet, dass man dieses Ziel temporär übersteigen kann, um dann später wieder runterzugehen. Kann man sagen, dass man das zulassen möchte oder nicht. Wie auch immer. In der aktuellen Politik sind wir ungefähr da, wo die grauen Balken sind, im Jahr 2025, im Jahr 2030. Wir sehen, dass wir diesen massiven Rückgang haben, über den wir schon gesprochen haben, im Jahr 2030, 40, 50. Und jetzt ist die Frage, wo sind wir denn eigentlich? Und was wir gemacht haben, ist, dass wir global Expertinnen gefragt haben, so, was erwartet ihr denn, was eigentlich gebaut wird und wann ausgestiegen wird? Und das ist total interessant, weil erstens wir darüber lernen können, was eigentlich sozusagen die aktuelle Baseline ist, also wo wir eigentlich stehen. Und dann haben wir uns angeguckt, wie verändert sich das? Also wir haben dann sozusagen, wir wissen dann relativ genau, basierend auf Expertinnenmeinung, wie viele Kohlekraftwerke tatsächlich eigentlich noch erwartet werden zu bauen. Und dann können wir uns fragen, jetzt spielen wir mal mit der Laufzeit rum. Und Sie sehen, dass die Lücke eigentlich zwischen dem Erreichen der notwendigen Klimaziele und diesem Ausstiegsszenario hauptsächlich dadurch determiniert wird, wie lange die Kohlekraftwerke laufen. Also wenn das, was jetzt momentan in Indien, Indonesien, Vietnam und so weiter gerade gebaut worden ist oder noch gebaut wird, tatsächlich 40 Jahre läuft, dann kommen wir irgendwo hier raus. Viel, viel, viel zu viel. Allerdings, wenn wir es schaffen, sozusagen diese Werte auf 30, 20 oder sogar nur 15 Jahre zu begrenzen, dann sieht es eigentlich schon relativ gut aus wieder. Das bedeutet, das, was jetzt steht, kann stehen bleiben, wenn wir uns wirklich darauf festlegen, dass wir in 15 bis 20 Jahren die Dinger auch abschalten. Und vielleicht können wir da nochmal in der Diskussion später drauf kommen. Ich denke, es gibt Gründe dafür, dass man eigentlich ein bisschen hoffnungsfroh sein kann, dass das tatsächlich am Ende auch passiert. Ich möchte so ein bisschen weitermachen jetzt mit Fragen, wie wir eigentlich eine gerechte Transformation hinbekommen. Also wie wir es eigentlich schaffen, dass wir diese Ambition, dieses Raus aus der Kohle in den nächsten 10, 20 Jahren auf einem Weg schaffen, dass wir uns auch letztendlich sagen können, gut, das war jetzt eine gerechte Transformation. Es gibt sozusagen in der UN, in der UNFCCC, das Buzzword Just Transition, was letztendlich bedeutet, dass diese Transformation so gestaltet werden soll, dass sie für alle Beteiligten fair und inklusiv ist, menschenwürdige Arbeitsmöglichkeiten schafft und niemanden zurücklässt. Und das wurde auf der
Conference of the Parties 2026, also 2021, Nummer 26 in Glasgow beschlossen. Vielleicht erinnert sich die ein oder der andere, dass es da noch in der letzten Minute eine Änderung gab, dass es dann eben nicht um Face-Out ging, sondern um Face-Down und so weiter. Aber es ist sozusagen in einem international abgesegneten Abschlussdokument drin, dass es eben Bemühungen eines schrittweisen Ausstiegs aus der ungebremsten Kohleverstromung geben soll, beschleunigt werden soll und alle Länder erkennen die Notwendigkeit an, diese gerechte Transformation zu fördern. Was ich jetzt so in den nächsten 30 Minuten machen möchte, ist, dass ich ein bisschen darstelle, was jetzt wirklich die Herausforderungen für eben diese gerechte Transformation sind. Und ich denke, es sind drei Sachen, die wir uns hier ganz genau angucken müssen. Das erste ist, wir müssen verstehen, was ist eigentlich das vollständige Spektrum der Kosten und Nutzen, einschließlich der Herausforderung der regionalen Entwicklung. Weil auch jemand, auch ein Land wie China, auch ein Land wie Indien, also die Entscheidungsträgerinnen in diesen Ländern, wissen ganz genau, dass der Klimawandel für ihre Länder teilweise verheerende Folgen hat. Aber sie bauen trotzdem Kohle. Warum? Dann müssen wir verstehen, was ist eigentlich die politische Ökonomie und was meine ich damit? Politische Ökonomie, damit meine ich, was sind eigentlich die Interessengeflechte, die dahinter stehen, dass Kohle gebaut wird? Wer profitiert davon? Wer schützt gegebenenfalls Kohle oder blockiert den Einstieg von Erneuerbaren? Und welche Politikmaßnahmen könnte man sich ausdenken oder könnte man auf den Weg bringen, national und international, die das eben überwinden können? Und drittens, wenn wir jetzt diese Politiken auf den Weg bringen, was sind denn eigentlich die Auswirkungen für Verbraucher, Arbeitnehmer, Industrie und welche Ansätze gibt es, um die abzufedern? Fangen wir an. Und ich möchte mit dieser Grafik nochmal illustrieren, was eigentlich die Herausforderungen für kohlenstoffarme Entwicklungen sind. Jetzt vor allen Dingen Entwicklung gesprochen aus der Perspektive von Entwicklungs- und Schwellenländern. Denn dieser Graph zeigt Ihnen letztendlich die Entwicklung der, der CO2-Emissionen pro Kopf über die Wirtschaftsleistung pro Kopf. Und jeder Punkt hier stellt eine Dekade ab 1900 dar. Und Sie sehen, dass die Länder, die es geschafft haben, sich hoch zu entwickeln, eben auch sich massiv karbonisiert haben, also massiv sozusagen angestiegen sind in dem CO2-pro-Kopf-Verbrauch. Unsere Herausforderung ist jetzt, dass wir das irgendwie massiv drücken, aber es ist ein sehr weit verbreitetes Narrativ, vor allen Dingen bei Entscheidungsträgerinnen im globalen Süden, dass das eben nicht funktioniert. Ich möchte dafür ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel hat Indiens Premierminister Modi auf der COP21 in Paris, wo dann noch das Pariser Abkommen beschlossen worden ist, halt sehr stark den Punkt gemacht, dass eben Entwicklung mit Industrialisierung zu tun hat. Für ihn ist das evident. Und dass die Armen, also in seinem Fall Indien, halt diesen Platz brauchen, um zu wachsen. Und dafür sozusagen, das hat er dann in verschiedenen Spielarten auch danach immer wieder wiederholt, halt eigentlich sagt so, naja, also liebe Länder im globalen Norden, wir machen hier überhaupt nichts im Hinblick auf Klimaschutz, weil es eben unsere anderen Ziele, Wirtschaftswachstum, Armutsbekämpfung und so weiter, eben abwürgen kann. Ein anderes Beispiel, ein bisschen aktueller, ist der nigerianische Präsident, der gesagt hat, unser Hauptziel für den Gassektor, in Nigeria ist es dann weniger Kohle, sondern mehr Gas, aber ich glaube, im Endeffekt ist es das Gleiche, nämlich dieser Link zwischen fossilen Energien und Industrialisierung. Also unser Hauptziel ist es, in Nigeria in eine Industrienation zu verwandeln, in der Gas eine wichtige Rolle spielt. Und deshalb wollen wir eine verstärkte und beschleunigte Gasrevolution. Warum sagen Sie das? Naja, also um so ein bisschen zu verstehen, ökonomisch, was da eigentlich passiert, muss man sagen, ja, es ist in der Tat so,
dass ein Strukturwandel weg von Ökonomien, die sehr stark auf der Landwirtschaft basieren, so wie Nigeria oder Indien oder viele andere Länder im globalen Süden, hin zu mehr Industrialisierung in der Vergangenheit wirklich der Schlüssel für Wachstum und Armutsbekämpfung war. Warum? Weil es eben sehr, sehr große Produktivitätsunterschiede gibt zwischen den traditionellen und modernen Wirtschaftssektoren. Wir Wirtschaftswissenschaftler, wir reden dann gerne über die Arbeitsproduktivität, also wie viel jeder von uns sozusagen, jeder Arbeitende sozusagen an Mehrwert irgendwie generiert. Und das ist eben in den Industrie- und später auch in den Dienstleistungssektoren sehr viel höher als im Landwirtschaftssektor, wo irgendwann quasi Schluss ist mit diesem Produktivitätswachstum. Und das sieht man ganz schön hier am indischen Beispiel, wo man halt eben sieht, die Bruttowertschöpfung pro Arbeitnehmerin in den drei großen Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung. Wir sehen, dass die in Indien insgesamt stark gewachsen ist, und wenn wir uns dann angucken, in welchen Sektoren sie gewachsen ist, dann ist sie halt eben in der Industrie und in Dienstleistungssektoren gewachsen und in der Landwirtschaft der traditionellen, wo früher 80-90% der Arbeitnehmerinnen beschäftigt waren, halt eben kaum. Jetzt sehen wir in Indien seit ein paar Jahrzehnten einen massiven Strukturwandel in Richtung Industrialisierung und auch Dienstleistungsgesellschaft zum Glück, weil wir sehen nämlich in Indien gleichzeitig eine massive Reduktion der Armut. In China auch, eigentlich fast noch ein besseres Beispiel. Ich weiß nicht, wem bewusst ist, dass in China im Jahr 1990 die Armutsrate pro Kopf höher war als im Schnitt in Subsahara-Afrika ohne Südafrika. 1990 ist nicht so lange her, 30 Jahre. Und jetzt gibt es eigentlich kaum noch absolute Armut in China, und sozusagen China wird als der große, auch ökonomische Konkurrent für die G7-Staaten dargestellt. Also es hat sich unglaublich viel passiert und ganz viel hat eben damit zu tun. Also die Umverteilung der Arbeitskräfte von Landwirtschaft in die Produktion ist ganz wichtig für Entwicklung. Und jetzt gucken wir mal konkret auf Kohle. Also ist denn diese Behauptung, ja, wir brauchen Kohle, um uns zu entwickeln und eben diesen Strukturwandel hinzubekommen, ist das in irgendeiner Weise haltbar? Der Graph ist fürchterlich und ganz schwer zu verstehen, ich weiß. Niemand muss den Graph irgendwie komplett verstehen. Was er im Prinzip macht, ist, dass er zeigt, wie im Vergleich zu 1984 bis 1983 im Schnitt sich die Armutsrate reduziert hat auf der Y-Achse hier und auf der Y-Achse und auf der X-Achse sehen wir eben den Anteil, wie die Kohlekapazität sich verändert hat, wie sie gewachsen ist im Prozentsatz im Vergleich sozusagen zu der Gesamtverstromung. Und es gibt eben eine gewisse Korrelation hier. Also die Länder, die am stärksten es geschafft haben, die Armut zu bekämpfen, sind auch die Länder, die ihre Kohleverstromung prozentual gesehen eben am stärksten ausgebaut haben. Aber jetzt kann man sagen, naja gut, das ist halt eine Korrelation. Also die sagt uns erstmal noch überhaupt nichts. Ob das jetzt stimmt, diese Aussage von Modi, ja, wir brauchen Kohle, um zu industrialisieren, kann sein, kann nicht sein. Wir haben uns das am MCC angeschaut und wollten wissen, können wir denn sagen, dass Kohle wirklich kausal eine Auswirkung hat auf wirtschaftliche Entwicklung und im besten Fall vielleicht sogar auch Industrialisierung oder im schlechtesten Fall. Weil wenn das so wäre, wäre es natürlich tatsächlich ein bisschen problematisch für uns, wenn wir auf der einen Seite wollen, dass Länder, die eigentlich noch mit Energiearmut zu tun haben, die sich noch industrialisieren, die sich noch entwickeln, die einen wahnsinnig großen Anstieg an Energienachfrage haben, von denen wir eigentlich wollen, dass sie möglichst CO2-arm sozusagen ein Energiesystem aufbauen, und gleichzeitig dann finden so, die Kohle hat aber in der Tat eine ganz wichtige Rolle gespielt, zumindest in der Vergangenheit für Industrialisierung. Ich will hier ein bisschen tiefer reingehen, wie man das macht oder wie man das machen kann. Was wir hier gemacht haben ist, wir haben erstmal Daten gesammelt für
1960 bis 2014, und zwar wir haben zwei Sachen gemacht. Auf der einen Seite haben wir wirtschaftliche Daten subnational, also in Deutschland auf Bundesländerebene, in den USA auf Staatenebene und so weiter, angeguckt für verschiedene Sektoren des Bruttoinlandsprodukts, also Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistung, und haben das zusammengebracht mit Daten, Kraftwerksdaten im Prinzip, global. Also jedes Kraftwerk oder fast jedes, nicht jedes, aber sehr viele Kraftwerke, die jemals gebaut worden sind in dieser Zeit, sind in dieser Datenbank drin. Und jetzt kann man eine sogenannte Ereignisstudie machen, sozusagen. Man schaut sich jetzt an, okay, für diese ganzen, wir wissen ja jetzt irgendwie immer, wann in einem bestimmten Land, in einer bestimmten Region ein bestimmtes Kraftwerk ans Netz gegangen ist, hat es irgendwie den Wachstumspfad verändert. Dann, ich weiß nicht, für die Statistikerinnen und Statistiker unter Ihnen, muss man natürlich noch jede Menge Beweise führen, dass es jetzt hier nicht große Endogenitätsprobleme hat und so weiter, aber auch das haben wir alles gemacht und kommen tatsächlich zu dem Ergebnis, dass Kohlekraftwerke das regionale Bruttoinlandsprodukt tatsächlich erhöhen, nachhaltig erhöhen, beschleunigen, und zwar rund um die Zeit der Betriebnahme. Das heißt, wie man das dann macht und dann sagt, okay, das können wir jetzt auch eine gewisse Kausalität unterstellen, dass man sich halt anschaut, wie hat sich das Wachstum eines bestimmten Wirtschaftssektors oder der Wirtschaft insgesamt eben vor dem Bau verhalten, wie hat es sich nach dem Bau verhalten. In dem Fall von Kohle sehen wir, dass so 2-3 Jahre es da schon erste Ausschläge gibt. Es ist aber erklärbar sozusagen auch mit der Bauphase, und das sehen wir halt eben nur bei der Kohle und bei großen Wasserkraftwerken. Wir sehen es nicht bei Gas, wir sehen es nicht bei Kernenergie und wir sehen es auch nicht bei Erneuerbaren. Man muss der Fairness halber dazu sagen, dass natürlich in diesem Datensatz, den wir untersucht haben, das ist leider immer so ein bisschen das Problem mit diesen großen Datenmengen, global, aggregiert und so weiter, dass wir sie nur mit einer gewissen Verzögerung untersuchen können, dass dieser Datensatz 2015 aufhört. Und das große Wachstum der Erneuerbaren kam eigentlich erst danach global gesehen. Das heißt, wir haben ein bisschen Hoffnung, dass sich das für die Erneuerbaren gegebenenfalls auch zeigt. Aber was wir hier sagen müssen, ist, dass diese Behauptung von Leuten wie Modi nicht ganz von der Hand zu weisen ist. In der Tat hat Kohle in irgendeiner Weise was zu tun mit Industrialisierung. Wir machen, jetzt kann man sich fragen, wo hat das, warum denn eigentlich? Und das kann man mit so einem Datensatz leider nicht beantworten. Wir machen Folgestudien, wo wir dann wirklich in ganz detailliert in bestimmte Länder reingehen, wo wir dann finden, das hat hauptsächlich auf der einen Seite mit Infrastruktur zu tun. Das ist tatsächlich ein Phänomen, das aus der historischen Betrachtung durchaus bekannt ist. Auch in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und so weiter hat Kohle zur Industrialisierung und zur Entwicklung dadurch beigetragen, weil Infrastruktur geschaffen worden ist, die die Transportkosten massiv gesenkt hat. In unserem Fall waren das Kanäle hauptsächlich, nicht Straßen, nicht Schienen. Im Fall von Indien, im Fall von Indonesien sind es aber tatsächlich Straßen und Schienen, die die Transportkosten runterbringen und es dann irgendwie auch für andere Unternehmen eben attraktiv machen. Diese können halt auch dann genutzt werden. Das Zweite ist, dass die Verfügbarkeit von Strom lokal massiv zunimmt und damit die Zuverlässigkeit, und wir sehen können, dass vor allen Dingen große Firmen nach dem Bau eines Kohlekraftwerks lokal eigentlich in ihrer Arbeitsproduktivität durch die Decke gehen, weil sie eben nicht mehr abfedern müssen, dass das Netz, was vorher vielleicht irgendwie sehr stark geschwankt hat, das eben nicht mehr macht. Wir können auch zeigen, dass sozusagen diese Auswirkungen wirklich tatsächlich konzentriert sind im Produktions- und Dienstleistungssektor und auch sehr viel stärker bei Kraftwerken, die neu sind. Also in dem Datensatz sind natürlich auch Erweiterungen dabei, neuer Block oder sowas, aber das gibt diese Studie her. Die gute Nachricht ist natürlich, und das will ich überhaupt nicht verschweigen, dass wir in einer Welt leben, in der die Kosten von Erneuerbaren, also von den sauberen Alternativen,
massiv runtergehen. Und wie schon gesagt, wir hoffen oder wir sehen Anzeichen, dass vielleicht in der Zukunft wir ähnliche Effekte bei dem großskaligen Ausbau von erneuerbaren Energien sehen können. Der Graph hier zeigt sozusagen, wie die tatsächlichen Photovoltaik-Installationsraten sich in der Vergangenheit entwickelt haben gegenüber bestimmten Projektionen, die es in der Vergangenheit gab. Es ist eine Grafik, die auch im IPCC zitiert wird, und das ist natürlich sehr positiv. Alle Projektionen in der Vergangenheit haben eigentlich unterschätzt, wie stark die Kosten der Erneuerbaren zurückgehen. Und ich kann dazu eine Anekdote erzählen. Ich erinnere mich noch gut, im Weltklimarat im fünften Sachstandsbericht, gab es verschiedene Szenarien und eins war von Greenpeace. Und alle haben gesagt, wir wurden massiv kritisiert, wieso habt ihr denn ein Szenario von Greenpeace da reingenommen? Und irgendwie dieses Greenpeace-Szenario hat halt irgendwie gesagt, okay, Photovoltaikkosten gehen sehr, sehr viel runter. Es war sehr viel optimistischer als alle anderen. Am Ende des Tages ist auch in diesem Graph gezeigt, war das Greenpeace-Szenario das, was am nächsten an der Realität war, und es war noch zu pessimistisch. Aber warum, jetzt nochmal zurück zu den Entwicklungs- und Schwellenländern, warum bauen jetzt diese Länder noch Kohle, wenn dann die Erneuerbaren doch tatsächlich immer günstiger werden? Das Problem ist weniger die Sonneneinstrahlung oder der Wind, denn natürlich ist die Sonneneinstrahlung in Subsahara-Afrika oder Asien deutlich stärker als hier. Sagen wir mal um Faktor 2. Das Problem sind aber die Finanzierungskosten. Wenn Sie Erneuerbare mit Kohle vergleichen, dann vergleichen Sie auf der einen Seite eine Technologie, in der die gesamten Kosten über die Lebenszeit, die meisten Kosten, Großteil der Kosten, steckt eigentlich am Anfang. Steckt sozusagen wirklich in dem Moment, in dem ich quasi das Ding hinstelle. Wenn eine Windturbine einmal steht, der Wind bläst, produziert Strom, alles ist gut. Die viel großer Anteil der Kosten von einem Kohlekraftwerk steckt in dem Treibstoff, also in der Kohle drin. Das ist aber im Kontext von Entwicklungs- und Schwellenländern ein Problem, weil im Vergleich zu uns sind die Finanzierungskosten extrem hoch. Hier in Deutschland, in Europa, es ändert sich gerade ein bisschen, aber eigentlich kommen wir aus einer Dekade, in der Kapital nichts gekostet hat. In einem Land wie Indonesien oder Vietnam ist das anders. Da müssen Sie mit Finanzierungsraten von 10-15% rechnen. In Deutschland vielleicht so mit 2. Das heißt, wir haben irgendwie einen Faktor mindestens mal 5 in diesen Finanzierungskosten. Und dieser Faktor ist tatsächlich ein Problem. Das hier ist zur Anschauung ein Papier, das sich anschaut, sozusagen eine Welt mit niedrigen und hohen Finanzierungskosten und wie letztendlich Kohle und Wind, das Papier ist schon ein bisschen älter, das heißt, es hat sich noch besser verschoben in Richtung Wind, wie eigentlich Kohle und Wind vergleichen. Und Sie sehen, es ist ungefähr gleich in der Welt sozusagen mit den niedrigen Finanzierungskosten, aber in der Welt mit den hohen Finanzierungskosten, ist Kohle über die Lebenszeit gesehen halt eben tatsächlich günstiger. Und auch wenn sich die Kosten reduziert haben, ist es nicht mitnichten so, dass wir sagen können, dass dieses Problem sich in den letzten Jahren oder der letzten Dekade verflüchtigt hat. Gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist die politische Ökonomie der Kohle und die Interessensnetzwerke besser verstehen, vielleicht sogar überwinden. Ich möchte anfangen damit, dass Kohleausstieg auf jeden Fall eine Frage der politischen Ökonomie ist, alleine schon, wenn wir uns angucken, wo diese Länder sind. Kollegen von mir haben sich angeguckt, okay, wo stecken eigentlich die großen, oder wie kann man eigentlich die großen Länder, wo Emissionen sind, eigentlich klassifizieren. Und sie kommen mit 5 großen Clustern raus, wo die Kohleentwicklungsländer, also die Länder, die gerade Kohle bauen, das größte Cluster ist, mit den größten Emissionen insgesamt sozusagen pro Jahr. 47% der globalen Emissionen sind in Ländern, die momentan noch Kohle dazu bauen.
Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sich diese Länder verhalten im Hinblick auf so bestimmte institutionelle Faktoren wie Korruption, wie Vertrauen in Regierung, wie Demokratie, auch wie überhaupt über Klimawandel nachgedacht wird, dann sind das alles nicht die Länder, die in diesen Faktoren am stärksten sind. Und wenn wir uns jetzt angucken, was in diesen Ländern sozusagen für Ziele vorherrschen, also politische Ziele, gerade auch im Energiesektor, dann ist in diesen Ländern eben wirtschaftliche Aspekte, die mit Umwelt und Klima gar nichts zu tun haben, ein sehr, sehr viel höherer Stellenwert, der eingeräumt wird. Wir haben das gemacht, indem wir letztendlich wieder Experten gefragt haben aus Wissenschaft und Politik und so weiter und wollten wissen, naja, ist in eurem Land jetzt sozusagen, was spielt eine große Rolle, ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Und es kommen eigentlich zwei Sachen raus. Das eine ist, dass die wichtigsten Ziele für die Entscheidungsträgerinnen im Energiesektor, in den Ländern, die jetzt noch Kohle zubauen, sind Wirtschaftswachstum, die Sicherheit des Energiesystems und niedrige Stromkosten. Und andere Ziele wie Klimaschutz oder kann ja auch sagen, Kohle hat ja noch andere Externalitäten, Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, Particulate Matter und so weiter. Das ist aber für die entsprechenden Entscheidungsträger gar nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, so trivial sie ist, dass wir eigentlich Klimapolitik sozusagen so gestalten müssen oder dann erfolgreich sein kann, wenn sie eben diese auch wichtigsten Ziele der entsprechenden Entscheidungsträger bedient, weil diese Ziele kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern so werden sie letztendlich in ihrer eigenen Zielfunktion, wenn sie so wollen, evaluiert. Wenn sie gucken, werde ich wiedergewählt oder auch da, wo es keine Wahlen gibt, müssen sie ja schauen, bekomme ich irgendwie letztendlich die entsprechenden Mehrheiten, um an der Macht zu bleiben. Und deswegen haben wir uns sozusagen ganz detailliert angeschaut mit ungefähr 50 Autorinnen und Autoren auf der ganzen Welt, wie letztendlich eben diese, mir fehlt das deutsche Wort, Objectives, also die Ziele dieser Akteure sozusagen, in welchem Kontext, wie wir die irgendwie klassifizieren können und was wir daraus lernen können. Wir haben in 15 Ländern ganz detaillierte Interviews geführt, die dann irgendwie wieder versucht, teilweise auch mit ganz komplizierten statistischen Verfahren auszuwerten und so weiter. Und wir kommen sozusagen zu verschiedenen Ergebnissen. Das erste ist, dass diese politischen Ergebnisse ganz, ganz häufig mit regionalen Akteuren und deren Interessen zusammenhängen. Und das ist total unabhängig von den Regierungsstrukturen, unabhängig, ob das entsprechende Land eine föderale Struktur hat oder zentral regiert ist oder. Das ist extrem wichtig. Und dann gibt es vier Hauptstränge, wie eigentlich Akteure die Energiepolitik nach ihren eigenen Interessen beeinflussen. Das eine ist die regionale Entwicklung. Und darüber habe ich schon gesprochen. Kohle hat positive Auswirkungen auf Industrialisierung und Entwicklung. Das zweite sind Einnahmen. Kohle in vielen Ländern wie Indonesien ist ein ganz wichtiger Posten im Regierungsbudget. Mehr als 5% des Budgets kommt aus Kohle. Und das ist natürlich was keine Regierung einfach aufgeben kann. Und deswegen können Sie sich vorstellen, dass innerhalb der indonesischen Regierung, wenn wir jetzt kommen, so hier, ihr müsst irgendwie mal raus aus der Kohle, sagen die uns so, ja gut, aber wir müssen ja auch irgendwie unser nationales Budget finanzieren. Gleichzeitig ist das dann sehr häufig auch noch verknüpft mit anderen wichtigen gesellschaftlichen Zielen. In Indonesien zum Beispiel werden die Einnahmen aus der Kohle nach einem extrem komplizierten Schlüssel verteilt, der wieder die Macht der Provinzen stärkt. Was in Indonesien, Militärdiktatur bis 1997, ganz zentral regiert, ein extrem wichtiger Punkt ist. Ähnliches kann man in Kolumbien finden und dem Friedensprozess mit der FARC, wo auch die Kohle und die Kohleeinnahmen da eine Rolle spielen. Der dritte Punkt, und das ist natürlich das, was man irgendwie am ehesten erwarten würde, ist die Frage des Lobbying. Kohle
es gibt auf der einen Seite natürlich Korruption, ganz klar. Es gibt aber auch, ich würde sagen, so das, ich weiß nicht, hier würden Sie wahrscheinlich Geschäftle sagen. Also entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also wenn man ein Kohlekraftwerk baut, dann braucht man erstmal Land, dann braucht man jemanden, der die Kohle dahin fährt, man braucht jemanden, der die Asche wegfährt, man braucht jemanden, der die Asche verklappt und so weiter und so fort. Und bei all diesen Entscheidungen kann man natürlich irgendwie seinem Cousin, Bruder oder wem auch immer irgendwie Bescheid sagen. Und das ist tatsächlich was passiert. Und was irgendwie so blöd es klingt, aber auch einem Kohleausstieg häufig entgegensteht. Und ganz klassisch, die Kohleindustrie, und das ist ja auch was uns in Deutschland nicht ganz fremd ist, ist politisch eben extrem gut vernetzt und unterstützt teilweise ganz, ganz aktiv politische Entscheidungsträger. In Indonesien zum Beispiel, der Wahlkampf des Acting President wurde massiv von der Kohleindustrie unterstützt. Der, man kann es vielleicht Kanzleramtsminister sozusagen in Indonesien, ist ein Kohleoligarch. Also dem gehören die Kohleminen. Und der verhandelt dann international sozusagen mit der Bundesregierung und anderen über den Kohleausstieg. Das ist natürlich schwierig. Und das Letzte ist natürlich die Frage der Jobs. Und da möchte ich jetzt gleich ein bisschen mehr noch zu sagen, weil das ja auch irgendwie bei uns sozusagen ein Thema ist, was häufig kommt und wo man denkt, ja, stimmt das jetzt, stimmt das nicht. Aber bei den Jobs ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass es gar nicht um den absoluten Verlust von Arbeitsplätzen geht. Das ist eher unwichtig. Aber es geht darum, dass Kohle einfach natürlich, das liegt ein bisschen in der Natur der Sache, aber halt sehr konzentriert Arbeitsplätze ist. Und wenn wir über diese politische Ökonomie nachdenken, dann sind wir eigentlich immer daran interessiert, sozusagen sind Kosten sehr konzentriert und die Benefits, also die, Sie verstehen es, einfach verteilt oder eben andersrum. Und wenn Kosten sehr konzentriert sind und der Nutzen einfach sehr verteilt über viele, dann sind wir immer in einer Situation, die politökonomisch schwierig ist, weil eben die verlieren, halt sehr laut und politisch sehr aktiv werden können. So, die Jobs sind wichtig auf regionaler Ebene. Da möchte ich ein paar Beispiele sagen. Das eine ist in Indien. Die Grafik zeigt Ihnen auf der einen Seite sozusagen, wo wir erwarten würden, dass Kohlejobs verloren gehen. Und auf der anderen Seite, wo wir erwarten würden, dass es neue Jobs im erneuerbaren Sektor gibt. Und Sie sehen schon, dass das total auseinandergeht. Und häufig sind zudem die Kohlejobs eben in strukturell sehr schwachen Regionen, in denen es einfach keine anderen Arbeitsmöglichkeiten gibt. Und wen das jetzt irgendwie an die Lausitz erinnert, würde ich sagen, ja, stimmt. In Deutschland haben wir letztendlich teilweise ganz ähnliche Probleme gehabt. Was auf jeden Fall dazu führt, dass wir einen Widerstand bekommen, politisch auch von regional sehr mächtigen Akteuren. Das Zweite ist, dass Kohlejobs in der Regel gut bezahlt sind. Und das ist die Grafik hier in Deutschland, wo Sie sehen sozusagen, wie die Gehälter in Deutschland in den Nicht-Kohle-Jobs, im Nicht-Kohle-Sektor verteilt sind und wie sie eben im Kohlesektor verteilt sind. Und man sieht hier schon eine signifikante Verschiebung, dass eben Leute, die in der Kohle arbeiten, oft bei gleicher Qualifikation höher bezahlt werden. Und das ist in anderen Ländern teilweise noch viel extremer. Das heißt, wir bekommen hier politischen Widerstand von Gewerkschaften und regionalen Akteuren. Und dann haben wir noch ein drittes Problem. Und das ist ehrlich gesagt ein Problem, was mich persönlich viel umtreibt und wo wir auch versuchen, am Beispiel von Entwicklungs- und Schwellenländern jetzt noch mehr Forschung zu machen. Wir wissen, dass am Beispiel der USA in der Wahl 2016 die Regionen, die Counties sozusagen signifikant mehr für Trump gewählt haben, in denen es vorher auch einen starken Arbeitsplatzverlust genau in dem Sektor gab. Und wenn Sie wissen, wie das amerikanische Wahlsystem funktioniert, letztendlich the winner takes it all, da
geht es hier zwar nur um relativ kleine Prozentsätze, um 1,5 Prozentpunkte, wo man vielleicht in einem repräsentativen System wie bei uns sagen würde, ja gut, so what, aber in den USA kann das eben sehr schnell sehr decisive sein, wenn Sie sich daran erinnern, wie knapp teilweise diese Bundesstaatenergebnisse waren. Und der Effekt ist natürlich konzentriert an Orten, wo die Kohle einen großen Anteil der lokalen Jobs ausgemacht hat. Und aber was interessant ist, ist, dass es so eine Art Spillover-Effekt gab, auch auf die benachbarten Wahlbezirke. Okay, ich will noch einen dritten Punkt machen und versuche, das jetzt ein bisschen schneller zu machen, damit wir auch noch Zeit für Fragen haben. Und das ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit den Auswirkungen um, auf Verbraucher, aber auch auf Arbeitnehmerinnen, auf die Industrie und so weiter, und wie können wir die abfedern? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich über diese Verteilungseffekte Gedanken zu machen, und zwar auch ganz detailliert Gedanken zu machen, weil, wenn wir es nicht machen, haben wir in der Vergangenheit sehr schnell gesehen, dass Leute sehr schnell mobilisiert werden können, um massive Proteste zu haben. Die Gelbwesten in Frankreich sind ein sehr prominentes Beispiel, aber wenn wir ein bisschen über den Tellerrand rausgucken, gibt es ganz ähnliche Proteste in ganz vielen anderen Ländern. Wir hatten 2019 in Ecuador einen Riesenaufstand nach der Abschaffung von, von Subventionen für fossile Treibstoffe. Es gibt ähnliche Kampagnen sozusagen in Österreich, in Schweden und so weiter. Sobald letztendlich sich Energiepreise ändern, und wir haben es jetzt auch ja gerade in der deutschen Diskussion gesehen, dass sehr schnell sehr viele Leute sehr unzufrieden werden. Und das löst natürlich politisch auch gewisse Ängste aus. Okay, wir sollen jetzt irgendwie was machen mit diesem Klima und dem Energiesektor, raus aus der Kohle, vielleicht CO2-Preise und so weiter. Aber was bedeutet das denn jetzt wieder gesellschaftlich? Gehen die Leute denn auf die Straße? Wie sehen denn eigentlich diese Preiserhöhungen aus? Und was bedeutet das alles in der Präsenz, zunehmender Präsenz, und zwar nicht nur in Europa oder USA, sondern global? Denken Sie an Brasilien, denken Sie an die Philippinen, von populistischen Strömungen. Ich will ein kurzes Beispiel machen, wie wir uns angucken können, welche Haushalte betroffen sind und warum es wichtig ist, ganz genau zu verstehen, welche Haushalte das sind. Nehmen wir das Beispiel Vietnam. In Vietnam haben wir ausgerechnet, wie wäre das denn, wenn wir, und wir haben hier Kohlenstoffbepreisung als Proxy für Preiserhöhungen genommen, Sie können auch letztendlich eine andere Energiepreiserhöhung nehmen, zum Beispiel für Strom, wenn Sie Kohlestrom teurer machen in Vietnam bei dem bestehenden Energiesystem, wird der Strom erstmal teurer, und haben uns angeguckt, okay, wie wirkt es auf Haushalte, und was Ökonomen gerne machen, ist, dass sie sich angucken, wie wirkt es auf die Armen, wie wirkt es auf die Reichen. Das heißt, wir gucken uns dann an, sozusagen, was sind die Einkommensquintile sozusagen der verschiedenen Haushalte. Also 5 sind dann letztendlich die Reichsten und 1 sind die ärmsten 20% der Haushalte. Und der Vereinfachung hier, es gibt hier keine Zahl, sondern einfach einen Faktor, und Sie sehen, okay, in Vietnam, je nachdem, wie wir es ausgestalten, wäre es progressiv, das heißt, es würde langfristig die Ungleichheit verringern, die Armen sind viel weniger betroffen als die Reichen. Eigentlich ja eine gute Sache. Das Problem ist, und das ist der gleiche Graph sozusagen mit aktuellen Zahlen, wie stark genau von Ihrem Haushaltseinkommen die Haushalte betroffen sind, ist, Sie sehen, dass es eine Riesenvarianz gibt da. Das heißt, wenn wir nur auf den Durchschnitt gucken oder nur auf den Median, dann verpassen wir was. Dann verpassen wir nämlich sozusagen, dass es auch Arme gibt, die massiv betroffen sind. Diese Grafiken, vielleicht, ich weiß nicht, ob alle diese Boxplots lesen können, also die zeigen Ihnen im Prinzip sozusagen hier die 25 bis 75. Perzentile, also oberhalb davon sozusagen sind 25%, unterhalb darunter sind 25%, das ist der Median, also 50% Linie, das ist der Durchschnitt. Und hier sind nochmal 5% darüber und hier sind nochmal 5% darunter. Aber der Punkt ist sozusagen, es gibt diese unglaublich
große Varianz. Das Schöne ist, wenn wir Klimapolitik machen, so wie wir Ökonomen uns das vorstellen, nämlich dass wir die Externalität, also das, was den Schaden verursacht, nämlich CO2, irgendwie bepreisen, also die Leute, die halt das CO2 zu verantworten haben, sollen dann dafür bitte auch zahlen. Wenn wir das so machen, dann haben wir erstmal ganz viele Einnahmen. Und die Einnahmen können sehr sinnvoll eingesetzt werden. Da kann man sich jetzt unterschiedliche Sachen ausdenken und kann es bewerten. Ist es jetzt gut aus Effizienzgesichtspunkten? Ist es gut aus Gleichheitsgesichtspunkten? Ist es gut für die Akzeptanz? Ja oder nein? Gibt es verschiedene Modelle, die auch schon angewendet werden. Man kann die Steuern senken für Arbeitnehmerinnen, für Unternehmen. Man kann Transferzahlungen machen für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für Pendler. Denken Sie an die Pendlerpauschale in Deutschland. Man kann Transferzahlungen an alle zahlen, sogenannte auf Englisch Lump Sum Transfers. Die Schweiz macht das ein bisschen so. Wir haben das in Deutschland im Beispiel vom Klimageld auch diskutiert. Die Frage ist, welche Möglichkeiten gibt es denn in Entwicklungsländern und Schwellenländern? Denken Sie daran, wir denken hier an Länder, die generell ein Problem haben, Steuern zu erheben und ihre Haushalte zu finanzieren. Also ist vielleicht irgendwie nicht die allerbeste Idee, zum Beispiel da die Lohnsteuern zu senken. Es ist in der Tat so, dass wenn das alles ginge, dann könnte, das ist jetzt ein Beispiel von Indonesien, aber es sieht im Prinzip überall so aus, es ist im Prinzip der gleiche Graph, nochmal anders aufgezogen, wie den wir eben für Vietnam hatten. Hier wieder die Ärmsten, hier die Reichsten. In Rot die Effekte ohne jegliche Umverteilung. Das heißt, wir sehen eigentlich für alle einen irgendwie gearteten Verlust. Also sie haben am Ende des Tages weniger. Wenn wir jetzt die Einnahmen nehmen und zurückverteilen, dann sehen wir, dass es ein wahnsinniges Umverteilungsinstrument sein kann mit sehr, sehr großer Sozialwirkung. Die ärmsten 40% in Indonesien würden fast komplett entschädigt. Das heißt, sie hätten am Ende des Tages mehr in der Tasche. Das Problem ist, um das zu machen, müssten tatsächlich alle Einnahmen zurückverteilt werden. Und das ist schon in einem Land wie Deutschland sehr, sehr schwierig und in einem Land wie Indonesien wahrscheinlich unmöglich. Das Gute ist, dass wir in den meisten dieser Länder Sozialprogramme haben. Und wir haben uns das sehr detailliert angeguckt, ob diese Sozialprogramme denn genutzt werden könnten für die Klimapolitik. Und das ist wieder ein Beispiel für Indonesien. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns angeguckt, die 40% am meisten Betroffenen, die ärmsten 40% und die, die Zugang zu existierenden Transfers haben. Aber was Sie schon sehen ist, 5% der Bevölkerung hier ist stark betroffen, arm und von aktuellen sozialen Ausgleichsmaßnahmen erfasst. Aber 6% ist stark betroffen und arm, aber eben nicht erfasst. Das heißt sozusagen, auch wenn wir wieder an die politische Ökonomie gehen, gucken, wie kann man das akzeptabel machen? Das wäre sicherlich prädestiniert dafür, wenn das Leute, die irgendwie auf die Straße gehen und zu Recht, weil wenn Sie nochmal überlegen, was wir eben für Zahlen hatten, 5-10% des monatlichen Haushaltseinkommens, das ist schon eine ganze Menge, nur für den Klimaschutz. Und insgesamt macht mir die Zahl hier eigentlich fast am meisten Sorgen, weil 27% der Bevölkerung, unabhängig davon, ob sie arm sind oder nicht, sind halt eben sehr stark betroffen und nicht von aktuellen sozialen Ausgleichsmaßnahmen erfasst. Das heißt sozusagen, man müsste irgendwie einen Weg finden, dass diese Leute bereit wären, eben diese höheren Preise zu bezahlen und dann auch ihr Verhalten anzupassen und so weiter, ohne dass sie, und Indonesien hat in dem Fall eben eine sehr lange Geschichte von massiven Protesten gegen Subventionsabbau und Preiserhöhungen im Energiesektor, ohne auf die Straße zu gehen und ohne massiven Widerstand zu organisieren, entweder durch Proteste oder auch politisch. Und das ist auch beim Kohleausstieg eben unglaublich wichtig. Wir müssen diesen Ausstieg begleiten. Wir müssen uns überlegen, wie wir verschiedene Interessensgruppen mitnehmen können, wie wir im Hinblick auf die Arbeitnehmer soziale Absicherung, sozialen Dialog, wirtschaftliche Diversifizierung leisten können. Wir müssen uns aber auch Fragen stellen, und die sind unangenehm, was machen wir eigentlich mit den Kohleeigentümern? Weil niemand möchte vielleicht irgendwie einem indonesischen Kohleoligarch, der Milliarden scheffelt und im Privatjet durch die Gegend fliegt, irgendwie 2 oder 3 Milliarden deutsche Steuergelder rüberschieben.
Es kann aber sein, dass um diesen Widerstand zu brechen, es tatsächlich am Ende des Tages darauf hinausläuft. Dann natürlich die Energienutzer, da können wir dann über Ausgleichs-, Verteilungsversicherungen, Geldtransfers und so weiter denken. Wir können natürlich auch darüber nachdenken, das Geld in die öffentliche Infrastruktur zu stecken. Allerdings gibt es natürlich immer eine Verzögerung, was für die Akzeptanz immer schlecht ist, wenn man sagt, so ja, morgen, übermorgen bauen wir euch irgendwie hier eine schönere S-Bahn hin oder überhaupt eine S-Bahn. Aber die Leute haben halt jetzt ihre Probleme. Deswegen, die Literatur kommt dann etwas unbefriedigend oder trivial zu dem Schluss, dass eben für den Erfolg vergangener Reformen ganz wichtig auch der Teil der Kommunikation ist. Aber das ist letztendlich hier nur am Rande gesagt. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich noch eine Sache sagen, nämlich, dass die politökonomischen Herausforderungen eben nicht gleich sind in allen Ländern. Und wir haben versucht, die Welt so ein bisschen aufzuteilen in Kategorien. Das ist natürlich irgendwie immer ein Stückchen holzschnittartig, basierend auf unserer Forschung, auf diesen ganz detaillierten Interviews und so weiter. Und wir kommen eigentlich auf 4 Kategorien von Ländern. Das eine sind Länder, die eigentlich schon dabei sind, die Kohle rauszunehmen, also die diesen Peak schon lange, lange überschritten haben, Länder wie Deutschland, die USA oder das Vereinigte Königreich, wo man dann sagen könnte, okay, hier könnte man tatsächlich mit einem Preisinstrument arbeiten. Wenn wir CO2-Preise haben, Kohle relativ gesehen viel teurer wird als der Rest, dann wird die auch verschwinden und wird auch schnell verschwinden. Der größte Block hier sind aber die, was wir etablierten Nutzer genannt haben, also die schon sehr viel haben und immer noch zubauen. Indien, China, Indonesien ist nochmal ein bisschen anders, weil sie auch viel exportieren, aber das sind so die Türkei sind so die größten Beispiele. Und hier ist das Problem, dass wir, wenn wir zum Beispiel an Preisinstrumente denken, wir in Marktstrukturen operieren, wo die Preise überhaupt nicht durchgereicht werden. Das heißt, die Preise sind einfach fix. In Vietnam gibt es ein Gesetz, das Buch, das ist so dick, das reguliert letztendlich jeden einzelnen Preis. Da brauchen wir mit sowas überhaupt nicht anzukommen. Das heißt, wir müssten uns erstmal überlegen, ob es notwendig ist, die Marktstruktur sozusagen des Strommarkts zu verändern. Und natürlich, wir haben darüber gesprochen, wir müssen uns überlegen, wie wir die Risiken senken können, um in Alternativen von Kohle zu investieren. Und dann haben wir noch die Länder, die gerade reingehen in die Kohle. Länder wie Bangladesch, die sich überlegen, nochmal komplett neu Kohlekraftwerke zu bauen. Hier müssen wir, glaube ich, wirklich uns überlegen, wie wir mit internationalen Transfers sicherstellen können, dass die Länder eben sagen, gut, wir bauen was anderes, wir gehen in die Erneuerbaren, wir investieren mehr in Netze, in Speicher und so weiter. Und last but not least, die exportierenden Länder. Ich glaube, auch hier müssen wir über Transfers reden, aber gegebenenfalls eher in Hinblick sozusagen, wie können die Einnahmen, die sie jetzt haben, gegebenenfalls kompensiert werden. Das klingt alles sehr technokratisch vielleicht auf ein Stück weit, aber ich glaube, es ist das, was wir eigentlich momentan auch politisch beobachten, nämlich mit den sogenannten Just Energy Transition Partnerships, wo die G7-Länder sich verpflichtet haben, neben dem eigentlichen UNFCCC-Prozess nochmal zusätzliche Klimafinanzierung zu mobilisieren, die ganz gezielt darauf eingeht, eben zumindest in 4 von den 5 Partnerschaftsländern Kohle rauszunehmen. Da verhandeln dann verschiedene Länder im Namen von einer ganzen Gruppe von Ländern, Deutschland und die USA zum Beispiel zu Indien. Das ist jetzt das einzige Land, wo es hier jetzt von den großen Kohleländern noch kein Abkommen gab. Wie funktioniert das? Ein Beispiel von Südafrika sagen halt die G7-Länder plus ein paar andere, wir mobilisieren in dem Fall 8,5 Milliarden Euro, Dollar, Entschuldigung. Aber das Problem ist, dass sozusagen das noch momentan sehr, sehr unklar ist. Sind das Zuschüsse, sind das Kredite, wer stellt das eigentlich irgendwie bereit? Aber im Fall von Südafrika sollen halt eben auch Arbeitnehmer und Gemeinden
finanziert werden, die momentan noch stark von der Kohle abhängen. Also man geht so ein bisschen in diese Just Transition-Ebene. Und damit möchte ich eigentlich auch schließen, nämlich vielleicht mit einem bisschen positiverem Ausblick. Wir haben eben diese Just Energy Transition Partnerships gesehen, die jetzt zusätzlich zu Südafrika noch 11 Milliarden für Vietnam und 20 Milliarden für Indonesien mobilisieren. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal. Ob es was bringt am Ende, werden wir sehen. Ein weiterer sehr interessanter Ansatz ist, und ich habe ihn anfangs versprochen, und ich komme auf die Laufzeiten zurück, von der Asian Development Bank vorgeschlagen, dass man die Kohlekraftwerke aufkauft. Das hat zwei große Vorteile. Das eine ist, dass man dann sagen kann, wenn man sie zumacht, und zwar ganz fest und keine nationalpolitischen Sachen mehr irgendwie da reinkommen und zeitgleich irgendwie auch neues Kapital in die Kassen der Stromkonzerne in diesen Ländern spült, die jetzt eigentlich damit total überfordert sind, die kapitalintensiven Erneuerbaren auszubauen. Und das Dritte ist, dass China angekündigt hat und sich weitestgehend auch daran hält, eben keine neuen Kohlekraftwerke mehr zu finanzieren. Das war in der Tat bis zum Jahr 2021 ein Riesenproblem, dass wir in den Ländern irgendwie gemerkt haben, gut, die stellen Kohlekraftwerke dahin zu Preisen, die kann man eigentlich fast gar nicht mehr schlagen. Und in Ländern wie Vietnam oder eben Bangladesch oder Pakistan wurde das sehr, sehr begrüßt. Genau, vielleicht noch eine letzte Bemerkung sozusagen zu der gesamten Situation im Hinblick auf Ukraine. Wir haben gesehen, dass die Preise international, jetzt auch wenn wir wieder Entspannung sehen, aber halt für Gas sehr viel schneller gestiegen sind als für Kohle. Wir haben einige Länder gesehen, die eigentlich gesagt hat, die Abstand genommen hatten von dem Einstieg in die Kohle und zum Beispiel in Flüssiggas investiert haben, die jetzt vor der Situation stehen wie Bangladesch oder auch Pakistan, dass sie kein Gas mehr bekommen auf internationalen Märkten, weil es eben aus Europa weggekauft wird und die Preise so stark gestiegen sind. Das ist ein Problem. Da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich hoffe, dass sich das mit den sich etwas entspannenderen Preisen etwas senkt. Aber es bleibt abzuwarten, was das jetzt auf die Kohleinvestitionen noch bedeuten wird. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich habe darüber gesprochen, dass der globale Ausstieg aus der Kohle dieses Jahrzehnt eingeleitet werden muss und auch für die Eindämmung des Klimawandels zentral ist, dass Klimapolitik und Kohleausstieg in Entwicklungs- und Schwellenländern eng mit dem entwicklungspolitischen Narrativ verbunden sind, Wachstum, Armutsbekämpfung, dass wir, wenn wir über den Ausstieg nachdenken, auch eben über die politische Ökonomie nachdenken müssen, dass wir das Ganze politisch begleiten müssen durch Transferzahlungen an betroffene Haushalte, Industrie, Kohlebesitzer gegebenenfalls auch, dass wir internationale Unterstützung brauchen, aber langsam auch sehen und dass die politischen Maßnahmen zur Gestaltung eben auch mit strukturellen Anpassungen berücksichtigt werden müssen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen.